Er hat gut lachen. Bjarne Kraushaar mit 24 Punkten Topscorer in Bayreuth. Daran will er anknüpfen gegen den amtierenden Pro-A-Meister Karlsruhe mit Neuzugang Lukas Herzog. Die Lions in Blau ohne die verletzten Miller und Annie. Dennis Tanzdoll schnappt sich den Sprungball. Bei Hagen ist sofort eine klare Zuordnung in der Defense zu erkennen. O'Shawn Williams, Tanzdoll, wieder Williams und Sean McDonald. Jeder Löwe schon mal am Ball. Die Shotclock läuft langsam ab. Dann nimmt Herzog mit 14,5 Punkten im Schnitt bester Schütze der Badener den Notwurf und trifft. Die erste Führung gehört den Gästen. Doch Phoenix kommt hervorragend ins Spiel. Kraushaar mit dem schwierigen Pass, der sicher ankommt, weil Lennart Bohner im richtigen Moment in die Zone cuttet. Die Szene läuft ungekürzt weiter. Karlsruhe tut sich offensiv schwer. Herzog mit dem Turnover. Cincy Carey zündet den Turbo und Nasbo Hennen macht ihn rein mit Foul und zwingt Karlsruhe zur frühen ersten Auszeit. Hagen führt zweistellig, bei den Lions klappt wenig. Die ersten 11 Würfe von draußen gehen allesamt daneben. Auch Phoenix trifft natürlich nicht alles. Aber nach einem Fehlwurf, wie hier von Tim Uhlemann, passt Carey auf. Hagen holt starke 43 Rebounds und Kapitän Dennis Nawrocki trifft den ersten Dreier des Spiels. So geht das Offensivfeuerwerk weiter. Mit 30:16 gewinnt Hagen das erste Viertel. Marvin Omuvi räumt Herzog sehenswert ab, befördert den Ball aber ins Aus. Karlsruhe bleibt im Angriff. Und dann ist es der 20-jährige Elijah Ndi, der im 12. Versuch seines Teams den ersten Dreier einnetzt. Das beflügelt die Gäste kurzzeitig. Tanzdoll klaut Bohennen den Ball und zieht das unsportliche Foul gegen Hagens Bigman. Mit dem letzten Angriff könnte Karlsruhe das zweite Viertel ausgeglichen gestalten, aber nicht mit Devontae McCall. Abklatschen mit den Fans nach diesem Monsterblock von Hagens Highflyer. Der 26-Jährige stellt wieder mal seine unfassbare Sprungkraft unter Beweis. 50:34 zur Pause, da sind kreative Lösungen gefragt. Vom Karlsruher Headcoach Alexander Stepanovic. Dessen gelb-blaue Hosenträger sind das Geschenk eines Phoenix-Fans. Der Kroate löst sein Versprechen ein, sie in Hagen zu tragen. Auf dem Court verteilen die Feuervögel keine Geschenke. Das angezeigte Karlsruher Pick-and-Roll läuft ins Leere. Den Abstoß von Tanzdoll blockt Devontae McCall zum zweiten. Der Fastbreak wird ganz cool vollendet von Bjarne Krauser. Alles läuft bestens für die Hagener. Doch dann der Schock. Ausgerechnet Marvin Omuvi in der Vorsaison verletzungsbedingt ohne ein einziges Heimspiel knickt unglücklich um. Er jagt den Ball hinterher und stolpert dabei über Melvin Jostmann. Bis dahin macht er ein sehr gutes Spiel mit 9 Punkten, 7 Rebounds und 2 Steals in unter 12 Minuten. Jetzt muss er unter Marvin Omuvi Sprechchören von Physio Jonas Müller-Preuß und Teamkollege Tim Uhlemann vom Feld begleitet werden. Dann wird es kurios. McCall berührt nach einem Blockversuch am Korb hängend unabsichtlich Jostmann, wirkt wie eine klare Sache, aber die Schiedsrichter geben das Foul nach langer Beratung an Tyler Stevenson Moore, der von hinten vielleicht ein wenig Ähnlichkeit mit McCall hat, aber hier ganz sicher unschuldig ist. Es wäre sein viertes persönliches Foul. Gefährlich. Deshalb macht Chris Harris wild gestikulierend auf den Fehler aufmerksam, den die Refs schließlich korrigieren. Mit 73:52 geht es ins Schlussviertel. Den Gästen steckt die lange Busfahrt in den Knochen. Die Gegenwehr lässt nach. Hagen kann sich den Schützen aussuchen. Macht es Nawrocki? Macht es TSM? Nein, es macht doch der Captain. Sein dritter getroffener Dreier innerhalb von weniger als 3 Minuten. Er wird Topscorer mit 19 Punkten. Auch seine Mitspieler tun was für die persönliche Statistik. Sincere Carey kommt nach einer Mini-Pause nochmal zurück, um neben 13 Assists mit seinen Zählern 10 und 11 auch zweistellig zu scoren. Die 100 Punkte macht Kraushaar an der Freiwurflinie voll und lobt auch nach dem Spiel noch lächelnd gemeinsam mit dem Coach die Werte seines Point Guard-Kollegen. Bjarne, Sincere hat ein Double-Double geschossen. Finden wir super geil. Ja. 100:69 gegen den Meister. Hagen feiert und ist bereit fürs Derby.